ein kaputtes Spiel habe ich seit der Battlefield 3-Kampagne nicht mehr gesehen. Übrigens ging sowas ähnliches auch ungewollt in Battlefield 3 und 4. Mein Fahrrad. Spiel. Das ist Battlefield 3. Ich weiß nicht, wie viele von euch das gespielt haben. Von den Leuten, die jetzt zuschauen. Ich denke, viele Leute, allerdings den Singleplayer haben die wenigsten wahrscheinlich lange angefasst. Verständlich. Ich habe ihn durchgespielt. Ich habe ihn auch durchgespielt. Ich auch. Nein, ich habe ihn gar nicht durchgespielt, hätte ich gesagt. Nein, habe ich gar nicht. So. Ja, das wird jetzt auch eine Premiere für mich. Erstmal gucken wir in die Credits. Jeder Teil hat andere Credits. Battlefield 3. Lead Designer Singleplayer David Goldfarb. Auch er ist ja auch der Writer gewesen vom Singleplayer. Das ist so die schlimmste Person, die in deiner Firma sitzen kann. Wenn du einen David Goldfarb hast, ich glaube, ihn kündigen bringt gar nichts mehr, weil er hat bestimmt irgendetwas angefasst. Und da kannst du die eigentlich dann das Gebäude abfackeln, weil der. Was eigentlich genau, eigentlich das Studio schließen sofort. Das Spiel beginnt mit dieser Zwischensequenz. Man sieht ein bisschen was von der Stadt, dir wird eingeblendet, wem es ist, was es ist, dass du auf den Zug springst und dann ist es Ingame-Grafik. Und irgendwie trittst du diesen Typen. Und dann hebst du diese Waffe auf. Wie kommen denn... Sorry. Ich liebe diese Slow-Motion-Waffe. Ja, und der Typ hat jetzt schon... Weißt du, wir sind 3 Sekunden in-game. Der Typ hat seine Waffe verloren, als ich ihn erschossen habe. Direkt. Übrigens, für ein Spiel, welches mit Sounddesign angibt, sind das nicht wirklich viele Balken, um seinen Sound anzupassen. Warum spielst du nicht auf Kriegsband? Weil ich nie wusste, was sie damit meinen. Ja, wie jeder. So. Was? Warte mal. Moment. Es fängt schon an. Und der Typ? Stirbt, wenn du... Ja! Der stirbt, wenn du auf ihn zuläufst. Der schreckt sich anscheinend. Ah, mein Herz in Schock. Der hat viel zu viel Angst vor uns. Wir müssen diese Schrotflinte nehmen, sonst geht's nicht weiter. Ich kann jetzt schon schießen übrigens. Jetzt haben wir eine Schrotflinte. Und jetzt kommt der erste Gegner. Hier um die Ecke ist... Jetzt wird sie uns weggenommen. Dieses Quicktime-Event war in der ungepatchten Version besser. Wir spielen hier die gepatchte Version, die man auf Origin kriegt. Sie haben den Singleplayer nämlich überarbeitet, nachdem das Spiel rauskam. Der Typ hatte nämlich damals eine UMP auf dem Rücken. Die reißt man ihn weg und dann hat man diese Waffe hier in der Hand. Sie haben einfach die Waffe auf seinen Rücken geändert. Und natürlich darf man sich jetzt nicht bewegen, weil hier ein Typ steht, den man sehen könnte, wenn man Augen hat, weil er an einem Fenster stand. Nein, Daniel. Daniel Craig wollte uns nämlich töten. Und jetzt besteht das Spiel aus Flashbacks. 8 Stunden zuvor. Man ist dieser Typ, der da sitzt. Und die anderen Typen, die mögen einen nicht. Und die sagen, ey, erzähl uns was von deinen früheren Geschichten im Krieg. Und wir müssen herausfinden, wer der Böse ist und was er die vorhat. Zahlen. Die Zahlen. Die Zahlen, Blackburn. Die Zahlen. Was heißen sie? Warum heißt das Spiel Battlefield 3, obwohl es der 5. Teil ist? Das ist das Erste, was wir sehen. Ein Auto ohne Lenkrad. Und ohne Texturen. Mit einer miesen Textur, ja. Ja, aber hierhin sollen wir... Oh, sieht das alles gut aus. Oh. Könnt ihr euch vorstellen, dass dasselbe Studio, das dieses Spiel gemacht hat, auch Mirror's Edge gemacht hat? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber anscheinend ist die Unreal Engine besser als deren eigene. Ja, die sehen mich nicht, weil die haben alle Sturmmasken auch, auf. Auch was Gameplay angeht, weil in Mirror's Edge warst du quasi direkt drin. Da hat's ja gleich angefangen. Ja, das Spiel hat direkt angefangen, obwohl das Tutorial halt... Nee, es wurde hier nicht mal aufgezogen, das konntest du überspringen. Ja. Ich bin im Dunkelland. Sorry, ich war im Dunkelland. Tutorial und Prolog ist halt beides schon ein aktives Gameplay gewesen. Ja. Das hier ist... Sonst holt dich der Timer. Okay, jetzt laufen wir hier hin und sobald wir über diese Türschwelle gehen, passiert's. Ah, oh, schon davor. Okay, ich dachte mal bei der Türschwelle. Oh, schade. Mein Teammitglied ist gestorben. Wenn sein Name nicht über dem Kopf stehen würde, wüsste ich nicht, wie er heißt. Jetzt kommt das Quicktime-Event. Wir müssen Leertaste drücken und dann gleich nochmal. Wenn man beim zweiten Mal aber nicht die Leertaste drückt, kriegt man einfach ein bloody Screen, wo dass man getroffen wurde. Und dann... Man muss es nicht machen, das Quicktime-Event. Du kannst auch überspringen. Damals ist es so, dass du, wenn du beim dritten Mal nichts drückst, dass du stirbst. Das haben sie gefixt. Okay, erste Kriegssituation. Geil, Shooter. Oh, diese Typen sind total hässlich im Gegensatz zu meinen eigenen Soldaten. Wie kommt das denn? Mensch, ist das ein Krieg. Sind halt Araber. Ja, die kommen echt von überall. Was soll man denn dagegen machen? Vielleicht stehen bleiben und dann laufen sie durch an.
ich kann ungefähr erklären, wie die KI in diesem Spiel funktioniert. Die KI funktioniert wie folgt. In den meisten Situationen, manche ganz selten sind die besser. Die laufen zu ihrer vordefinierten Position oder bleiben sie? Naja, okay. Töten wir erstmal diese Leute hier. Wow, der ploppt vor dir auf. Und der ploppt vor dir auf. Und der ploppt vor dir auf. So, und das können wir jetzt stundenlang machen. Das kann man Schlimme stundenlang ist, machen. Ich sehe das verzögert und wahrscheinlich bin ich trotzdem wegzählen. Tatsächlich. Ja. So, du kannst sie in der Animation töten. Die verlieren ihre Waffe schon. Aber erst wenn die Animation abgespielt ist. Oh nein, ich bin eine Ragdoll. Wow. Er hat die Tür nicht berührt. Hoffentlich Grimmig, er dich anguckt. Er hat die Tür nicht berührt. Augen offen. Müssen wir nach ganz oben, oder? Warum ist im Gegenstockwerk ein Exit? Ja, weil... Wofür ist das da? Na, um rauszugehen. Ja. Ja. Aus dem Gebäude. Man fällt dann direkt raus. Wahrscheinlich. Danke. Und jetzt beschießen uns irgendwelche Leute. Ein Sniper beschießt uns, aber das ergibt gar keinen Sinn aus diesem Winkel. So, dann laufen wir an diesem Typ vorbei. Es ist einfach. Am besten nicht nachfragen. Dann laufen wir an diesem... So. Selbst das Licht ist blau. Oh, hier geht's noch nicht raus. Wir müssen auf die Leute warten. Oh nein, die Tür hat sich verschlossen. Weil sobald wir da durchgehen, verschließt sich die Tür, weil wir ja nicht mehr zurück sollen. Oh. Ups. Ja, aber die Kampfsituation haben wir gar nicht überlebt. Oh, was machen wir denn bloß? Okay. Oh nein. Hey, wurden sie doch ausgebildet. Ja. Hier ist ein Skript. Sobald man aufsteht, stirbt man. Das heißt, da ist angeblich ein Sniper. Da ist kein Sniper. Da ist kein Mensch, der einen beschießt oder so. Aber sobald man aufsteht, stirbt man. Gut, dass wir es wenigstens hingekriegt haben. Und zwar, wenn man hier hinter, die stehen jetzt ungefähr da, stehen die. Wenn man dann wenn man nicht hier so lang läuft, sondern um dieses Ding rum, um diesen weißen Kasten, und dann da lang läuft, folgen die Typen einen nicht. Ich bin grimmig! Kriege Scheiße, ne? Ja, es kriege ich. Das ist so großartig. Ja, folgen. Ja, kannst du mir jetzt den Raketenwerfer geben? Ja, ich darf mich hinhocken. Okay. Weil der Sniper würde einen jetzt total nicht treffen. Er hat die Lizenz zum Hinhocken. Wir hocken jetzt genau da, wo man unseren Kopf sehen kann von dem Gebäude aus. Gute Idee! Unsere Deckung verabschiedet sich. Zeigt seinen Kopf. Unsere Deckung... Oh, der... Ist der einfach gespawnt? Auf den Rückschluss auf. 3, 2, 1, Feuer frei! Man steht automatisch auf, okay. Und Slowbo. Und... Ja, so eine Zerstörung gibt's übrigens im Battlefield nie. Hatte kein nee. Battlefield so eine Zerstörung. Abgesehen davon war es ein Raketenwerfer schoss. Okay? Und ein ganzes Gebäude stürzt fast an. Wie kann das denn passieren? Ha! Das hab ich so cool gemacht. Das sind hier übrigens Zivilisten, die laufen weg. Oder die spazen rum und dann gehen sie hier hin. Dann bleiben sie alle stehen, hier. Hier kann man Granaten durch den Boden werfen, die fallen einfach durch den Boden, die Granaten. Und man kann durch diese Leute durchlaufen. Ja, die sind auch nicht da. Ich glaube, wenn man auf sie schießt, passiert gar nichts. Was passiert in Call of Duty, wenn man auf die Typen schießt? Sie sterben und du hast verloren. Aber sie sterben. So. Aber es sind doch gar nicht mehr die Leute, die sind doch gerade weggerannt. Das sind noch ihre Hologramme. Stimmt. Das ist gar nicht gut. Ja. Oh ja, voll cool, dass man endlich Parkour machen kann in Battlefield 3. Ja, viel besser als Call of Duty. Viel besser als Call of Duty. Ja, sogar eine Animation. Besser als Mirror's Edge. Besser als ein Videospiel. Ist das ein gegnerischer Helikopter? Das ist ein gegnerischer Helikopter, der in der Luft hängt, an einem Seil. Ah, jetzt bewegt er sich. Ah, nee, jetzt ist doch ein Teammitglied, okay. Ja, der macht genauso viel für den Krieg wie wir. Wo schießt der hin? Da war... Oh nein, die bösen Palmen, die greifen uns an! Ich habe übrigens keinen einzigen Schuss abgegeben und das Ding fällt ohne Grund jetzt. Ach ja, ist ja ein Erdbeben. Und Erdbeben löst Explosionen aus und das... Schnell unter den Tisch! Ja, und dass die ganze Welt zerbricht.
Und dass drei Gebäude einstürzen, aber nur das eine detailliert und die anderen nur so nebenbei. Oh, was wählen? Ja, ich bin Russe und ich bin Bösewicht. Deswegen leben oder sterben. Oh, oh nein, oh, die gehen weg von mir. Oh, die blenden mich gar nicht an. Die suchen hier nach mir, aber die finden Spannung, mich nicht. Spannung. Und die rennen, die springen alle über mich. Habe ich Glück gehabt, dass die mich nicht entdecken. Puh, echt Glück gehabt. Wenn ich auch, und der Typ hier. Der Typ hier. Oh, Glück, dass der mich nicht sieht. Battlefield. Erinnert ihr euch daran, was sie einen Trailer gemacht haben? Gut, das ist die Sam Fisher Party des Jahres. Oh nein, ich wurde erschossen. Dieser Szene gerade eben kannst du jedes Argument für Battlefield. Ja, falls die Leute. Deswegen, ich freue mich auch auf Hardline und ich bin enttäuscht, dass es verschoben wurde. Warum? Nur deswegen. So, wir verschonen das Leben der Ratte mal ganz kurz. Und zwar, das ist jetzt ein Quicktime-Event. Wir müssen diese Ratte töten. Ist der Typ gerade über Luft gegangen? Ja, ist er. Wenn wir es nicht schaffen, kriegt dieser Typ mit, dass wir da sind. Und dann, guck mal auf die Finger. Die Hand. Das ist Großartigste am Spiel tatsächlich. Der Typ, der im letzten Level noch irgendwie 200 Menschen getötet hat, ohne Probleme, stirbt jetzt wegen einer Ratte. Wow. Okay, ich finde übrigens Spiele gut, in denen du eine Action-Bubble hast, in der du bestimmen kannst, ob du dich an den Gegner vorbeischleißt oder durchballerst. So. Das gehört leider nicht dazu. Oh, warte! Woher kam die? Moment, das mache ich jetzt nochmal. Die Tür aufgespawnt. Ah, die kommt doch, durch diese Tür. Und dann ist sie wieder zu. Okay. Warum hat man jetzt einen Hitmarker? Man hat den ganzen Singleplayer keinen Hitmarker. Plötzlich sitzt ein MG-Hitmarker. Wozu? Ja, weil da brauchst du das. Ich verstehe die ganzen Wortspiele nicht. Ich muss mal wieder den Sound leiser stellen. Das Spiel ist wieder so schön laut. Oh boy. Ich stelle halt auf Kriegsband, ey. Was ist Kriegsband? Ja, das stellst du ein, wenn du das Spiel über den Kriegsband spielst. Also kennt die noch, Audio. Kennt ihr noch dieses Angeben mit zerstörbarer Umgebung, wie gut die ist? Oh, sie ist gar nicht vorhanden. Ups, genauso wie die Textur dieser Wand. Ups. Nein! Leute, ihr werdet es nicht glauben. Falls ihr diese Mission nicht kennt, keine Sorge, ist es nicht zu lang. Aber Leute haben gesagt, also ich zitiere mal Sachen, die ich mal irgendwann auf YouTube lese. Boah, sieht das geil aus. Boah, ist das cool. Boah, ist das geil. Ja, ich kann übrigens nichts machen. Ich kann nichts drücken. Nee, dann wachst du auch noch nicht freigeschaltet. Ja, stimmt. Ich hab verloren. Das kommt drauf an, wenn man alles in doppelter Geschwindigkeit abspielt. Ja, sag ich doch, du warst langsam. Aber ich hab die Mission geschafft und gleichzeitig verloren. Moment, was fällt denn da runter? Ich. Du. Die Flak haben so gerade oh, cool. in das Ding. Was? Fällst du durch den Boden? Nein. Schade. Nein. Wow. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Das Skript, das du verlieren kannst, wurde beendet mit "Ich hab's geschafft". Aber ich hab verloren. Damit kam kein Game-Over-Bildschirm, weil er deaktiviert wurde. Das ist so witzig. Gott, läuft die Jet-Mission immer noch. Ja, wie scheiße lang ist das bitte? Die haben einfach gesehen, dass das Spiel nur 2 Stunden lang ist. Okay, jetzt ist sie 8 Stunden lang. Ja, vor allem marketingtechnisch war das für eine Art. Was war das denn? Ja, ich weiß auch nicht. Sie dachte irgendwie, schau mal nach. Ich guck in einer Festung. Sind meine Organe noch da? Nein. Gut. Oh. Sind alle abgestorben während der Mission. Ja. Es ist mittlerweile Nacht geworden, so lang ist die Mission.
Jetzt kommt übrigens meine Lieblingsmission des Spiels. Gehen wir mal wieder auf Battlefield ein. Da finde ich gerade nichts gemacht. Mir wurde gesagt, dass man hier stehen bleiben kann und dann geht die Mission noch. Ja, hier, Teammitglieder spawnen hier. Auch als Leiche. Der wurde gerade telekillt. Der Typ wurde gerade telekillt von einem Teammitglied. Immer diese Hacker. Wirklich? Leute, ihr wolltet Arena-Shooter wieder haben und habt euch Recoil gekauft. Nein, hier habt ihr's. Telekills in Battlefield 3. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. Oh. Ich erinnere euch nochmal an das Marketing. Die waren von dem Spiel und von der Grafik so überzeugt, dass sie gefragt haben, ist das Realität oder ist das Battlefield 3? Nun, hoffentlich ist es Battlefield 3, weil ich will in der Realität nicht durch den Boden fallen. Davor habe ich richtig Schiss. Oh. Hat jemand im Chat die ganzen Bugs mitgezählt? Ich glaube, es ist wohl 50 plus. Das ist schlimm. Ich war mal beeindruckt von den Partikeleffekten in diesem Spiel. Kommt da was denn raus? Her? Montes. Ja, da kommt was raus, nur ohne Sound. So. Ich liebe es, wie detailliert dieses Rohr ist. Ja. Oh Gott, dieses Quicktime-Event. Hämmer E. Ich drück einmal E. Ich drück zweimal E. Ach. Wow. Aber egal, das kriegen wir hin. So, laufen wir mal in diese Richtung. So. Ja, das ganze das Auto. Oh, den hole ich mir. Ein Oldtimer. Und da ist ein Gegner durch die Wand gerannt. Alter, wie hässlich. Die explodieren aber. Steve, hast du gerade hässlich gesagt? Ja. Nein. Sorry, aber du hast jetzt gerade alles auf der Welt, was hässlich ist, beleidigt, indem du es damit verglichen hast. Da hinten hört übrigens die Stadt auf, das ist Kriegsschau und die hatten kein Budget mehr. Wie viele Polygone hat das bitte? 3? 2. 12. Das könnte ja auf dem N64 laufen. Oh ja, das... das sieht besser aus, ups. Steve, du brauchst doch eine Wohnung, ne? Kommen wir jetzt in die Untergrund-City? Ja, man ist jetzt in der Untergrund-City und da gibt's Action, Abenteuer und Script-Events. Und die eine Multiplayer-Map. Die niemand mag. Ich muss euch gleich eine tolle Sache zeigen in diesem Spiel. Und zwar gleich passiert... Im Multiplayer? Ich glaube, dieser Singleplayer ist nur dazu da, damit die Leute sagen, ja, der Multiplayer ist im Gegensatz zum Singleplayer richtig geil. Ja. Aber ist auch nur Durchschnitt. Ups. Ups. Ich fand ihn damals toll, aber naja. Ja, danach habe ich ihn gespielt. hier vergessen sie übrigens das Gras und hier ist das ist einfach nur Sand. Ist aber egal, so. Die Straße ist super nass, weil hier vor irgendwie, keine Ahnung. Vor ein paar Monaten hat geregnet. Ja, und die Typen warten jetzt alle hier. Und ich muss hier hin, auch zu dieser Pfütze. Cube-Maps. Ich sag's mal so, da kommt gleich ein Script-Event, bei dem man von der Brücke aus fliegt eine Rakete ein ins Gesicht. Nee, das Ding zerstört das Auto. Die Rakete. Ja. So. Ist der Raketenwerferschütze schon da? Ja! Teambeschuss wird nicht toleriert. Turbanträger sind mittlerweile in deinem Team. Da haben sie vergessen, irgendwie sich Mühe zu geben. Ach nee, nicht nur da. Oh, nee, das ist nicht mehr lustig, es macht mich nur noch traurig. So, okay, er ist tot. Gehen wir jetzt hier hin. Moment. Jetzt stehe ich richtig. Oh nein. 3, 2, 1. 0, okay. Und eine ganze Armee steht da oben. Nur auf uns gewartet. Ups. Hi. Ja. Gut. In dieser Sequenz wird man sehr viele Gegner spawnen sehen können. Aber zumindest einen möchte ich direkt zeigen. Team Celebrity Crushes Daniel Craig. Ach, deswegen die ganzen Bond-Spiele. Okay, der Typ. Der eine, die spawnt. Der teleportiert sich rum. Der eine läuft übers Auto. Einer teleportiert sich ans Auto ran. Jetzt kommt der Panzer. Riveting. Ich bin schon wieder fast tot. Scheiße. HP. Oh, jetzt ist er weg. Der Panzer ist weg. Jetzt steht er da. Jetzt hat er diesen Ballonsack. Jetzt ist er wieder weg. Das ist ein AAA-Spiel, muss ich erklären. Jetzt kommt er nicht wieder von da. Jetzt wird er geschoben.
er fliegt. Und jetzt denkt er irgendwie, Scheiße, mein Job ist so mies. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bleib einfach stehen. Nein, das Laternenmast im Weg, deswegen bleibt er stehen. Ja, und wir müssen jetzt hier rein. Der zeigt uns auch, oh ja, komm hier rein, hier ist voll viel Platz. Deswegen kannst du dich nochmal zeigen. Die Lichter sind echt nervig, aber okay, da ist der Panzer. Oh nein, da ist irgendwas explodiert. Okay, wir sind durch eine Tür gegangen, die offen war. Da war also gar keine Tür, das war nur so ein Eingang. Dann ist etwas hinter uns explodiert und wir sind umgefallen. Was irgendwie so zeigt, okay, der Panzer hat jetzt auf uns geschossen und hinter uns müsste jetzt alles Schutt und Asche sein, weil er auf diesen Eingang geschossen hat, oder? In der Theorie. In der Theorie. Wir werden gleich sehen, ob das stimmt. Oder ob wir nicht einfach nur in irgendeinem random Gebäude sind durch diesen Übergang, weil die Typen untalentiert sind. Ich glaube letzteres. Ich glaube auch. Ja. Ja, wow. Okay, laufen wir mal los. Eine gute Idee für Shooter-Designer ist, nehmt den engsten Korridor, den ihr euch ausdecken könnt und lauft zu viert durch. Das ist immer spaßig. Das ist ein Wolf. Dann macht es so, dass das ganze Team erstmal sich irgendwo hinstellen muss, damit es weitergeht. Das ist Wolf. Ja. Und hier wird's richtig gut. Hier ist eine unsichtbare Wand. So. Hier werden wir sehr oft neu starten müssen, weil das Spiel ist richtig mies. Also, hier kommen wir nicht rüber und dieser Panzer, oh nein, er zählt auf uns. Was macht er denn mit dem Mund? So, Burn Motherfucker. Das ist, dieses Burn Motherfucker ist unser Stichwort. So, wir haben jetzt einen Angriff auf dieses Riesengebäude da, wir sollen da rein. Ach also, du Kacke, nicht die Stelle. Ja, du weißt ganz genau, was ich jetzt zeigen will, oder? Es gibt hier eine Menge zu zeigen. Mal wieder unglaubliche Dunkelland-Eigenschaften, dass da hinten schon wieder die Welt aufhört. Beziehungsweise die Stadt, die haben einfach auch... Die hatten kein Geld mehr. Die hatten kein Geld mehr für die Stadt. Deswegen haben sie gesagt, wir lassen da hinten einfach Hügel. AAA-Entwickler. Aber egal, laufen wir mal hier lang, weil wir können ja offensichtlich nicht durch den Eingang, weil da ist ja Dauerfeuer. Wie sollen wir denn da reinkommen? Wir flankieren die. Wie wäre es, wenn wir von hinten kommen? Das ist doch eine geile Idee. Okay, kommen wir von hinten. Dunkelland. Nein, nicht Dunkelland. Nicht? Achso. Unsichtbare Wand? Nein. Ach du Kacke, sie haben Dunkelland hier vergessen. Nein, viel schlimmer. Oh. Falls ihr ja wissen wollt, warum man hier nicht durch kann, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht ausprobieren. Also wenn man hier in den Bereich reingeht, stirbt man. Man fällt einfach um. Falls ihr euch fragt, warum? Ja, weil bei dieser Bank niemand am Schalter sitzt. Das ist eine Bank. Ah. Oh. Ja, achso, ich hab's jetzt doch gezeigt. Okay, Entschuldigung. Der Schalter existiert nicht mal. Nichts existiert auf dieser Welt. Es ist Kriegsland. Panzer sind eigentlich eine coole Sache in Battlefield. Weil gerade... Was sind die Tracer? Weil in Battlefield war es immer richtig geil, dass du einfach in einen Panzer einsteigen kannst und rumfahren kannst, alles töten kannst. Schade, dass sie das im Singleplayer vergessen haben. Oder auch nicht. Du kannst in den Panzer einsteigen, der gegnerisch ist. Nein. Und du kannst mit ihm rumfahren. Du hast eine scheiß Perspektive. Du kannst mit dem Panzer fahren. Oh Gott! Du kannst nicht mal schießen oder so, aber er gilt als Fahrzeug. Du hast auch keinen Sound, den Panzer. Das wollte ich nämlich ausprobieren, weil wenn du da oben hingehst, hast du einen Checkpoint. Deswegen, und dann geht er als gegnerischer Panzer, der sich auch bewegt, bewegen tut er sich nicht, aber er schießt. Stell dir mal wohin und geh dann mal nach oben. Ja, genau das habe ich vor. Ob er dann wieder zurück respawnt und ob er... Dieses Spiel ist Amateur-Software, aber sowas von. Ich denke mir, dass sie wirklich den nur angeklatscht haben in Singleplayer, aber irgendwie sind da viel zu viele Ressourcen reingelaufen. Da ist er. Ja, die haben sich doch mit so... Was? Achso, hier sind noch Gegner. Okay, ich dachte, das ist alles schon Teammitglieder. Weil hier gerade ein Teammitglied stand mit einem Javelin, deswegen... Oh, jetzt fährt er weg! Er fährt einfach weg! Ja, tschüss. Aber er hat keine richtigen Waypoints, er schafft es nicht richtig. Okay, er hat es geschafft. Ein Script-Event, wir müssen uns hier hinstellen und dann macht er coole Karate-Sachen. Weil die haben doch Mirror's Edge gemacht und jetzt giltst du als Leiter. Du weißt doch, du hattest in Mirror's Edge diese zwei Dinger, wenn da zwei Kisten sind, kannst du da hochklettern. Beziehungsweise als Sprungschanzen nutzen. Und jetzt dürfen wir jemand anderen zugucken, wie er ein Videospiel spielt. Ist das nicht spannend? Wollt ihr das nicht immer?
Ja, mach ich auch gerade. Ja. Jemand anderen zu holen, der ein Videospiel spielt. Naja, ich würde das nicht als Videospiel bezeichnen. Dabei könnte man selber spielen. Nichts stimmt hier. Und trotzdem, du hast Typen, die können coole Animationen machen, coole Models. Die haben hier Typen, die solche Animationen gemacht haben, wie der Typ hier lang klettert. Das sind richtig talentierte Leute. Ich muss kurz das Shoutout an Mike geben, das ist eine coole Sache. Talent verschwendet. Ja, und trotzdem kriegen sie sowas hin und dieser Kontrast bringt mich echt zum Weinen. Auf jeden Fall, die KI in diesem Spiel funktioniert folgendermaßen. Sie hat vordefinierte Positionen, zu denen sie hinlaufen müssen. Während sie dahin laufen, können sie... Ja, okay, der erste Schuss zählt natürlich nicht. Die Schrotflinte schießt daneben. Während sie laufen können... Oh, fick dich, Spiel! Während sie laufen, können sie aber schießen und sich auch drehen dabei. Also die können, während sie zu ihrer Position laufen, schießen. Es dauert aber. Also sie müssen an ihrer Position ankommen und dann bewegen sie sich auch eigentlich nicht mehr in der Regel. Der ist jetzt durch die Tür geglitscht. Noch einer, Messer, du bist... Noch einer, Messer, was? Noch einer, Messer. Du sollst messern. Ja, ja. Aber Messer ist kein Befehl. Doch, Messer, Schlitz, Schlitz. Das ist hier gerade ein bisschen zu eng mit den Gegnern, weil die nutzen alle ihren Insta-Kill. Ist mir ein bisschen blöd gerade. Ey, hat er gerade einen Stuhl nach mir geworfen. Das ist unfair. Und, das ist ein Arsch. Ja! Habt ihr gesehen, wie weit er sich teleportiert hat? Yep. Kommando, erst bin ich in der Wand, dann töte ich dich, dann bin ich wieder in der Wand. Kommando Knifing in Ich spiel's jetzt richtig, so, ich bring jetzt alle um. My name is not important. Guck mal, das ist übrigens, hier waren wir vorhin, hier draußen. Ja, und schon alles entladen. Ja. Was zum Geier. Alles ist weg. Die rechnen echt nicht damit, dass du dich immer umdrehst. Die rechnen echt nicht damit, dass du denken kannst als Mensch. An diesen Part erinnere ich mich überhaupt nicht. Nee, ich überhaupt nicht. Das sind echt nur die Glitches im Kopf geblieben. Oh cool, ich hab's in Doc-Check genommen. Das bringt mir jetzt was. Statist 12. Wir sind nur die ersten drei Missionen und irgendeine Szene, wo du einen Jet runterschießen musst. Ja, das ist und das schlechte Panzerlevel. Ja, das schlechte Panzerlevel, bei dem deine Teammitglieder immer über dir rollen. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsste besser. Die greifen doch mit der Atombombe, greifen doch Paris an, oder? Ja. Okay. Da gibt's eine sehr, sehr sad Szene, wo. Scheiße. Oh, guck mal, das sind Aufnahmen von der PS3-Version, die läuft leider nie so. Normalerweise muss ich immer Xbox sagen, aber ich wollte jetzt mal die PS3. Und du meintest, im Singleplayer gibt's nicht so einen krassen Blaufilter. Ja, die erste Mission. Die zweite Mission hatte keinen. Und danach wieder. Und danach wieder überall. Ja. Tut mir leid, die haben mich verarscht. Könnte noch mehr geben. Spielst Dima, die Dimi. Ist das die Mission, wo uns sich in dieses Gebäude einschleust? Nee, noch nicht. Dima, ja. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Ja, du musst dich in diese Bank einschleusen. Ja, du fährst, du spielst Battlefield Hardline und du fährst Auto. Oh ja, ja. Aber der Typ hält halt das Lenkrad nicht fest, nicht ansatzweise. Das hat COD4 hingekriegt. COD4 hat das geschafft übrigens. Ja gut, die haben auch eine Szene, die darauf aufbaut. Ups, hier auch. Weißt du, was mich stört? Wir haben lange keine Leute mehr spawnen sehen, nichts. So, ich wollte eine Waffe haben, die F2000 war eine Battlefield 2. Warte mal, hat man die nicht erst im... Hat man die nicht erst mit dem DLC bekommen oder verwechsel ich das gerade? Nein, verwechselst das gerade. Okay, schade. Das war aber auch lustig. Die Aukas im DLC bekommen, im ersten. Ah. Oder zweiten, oder vierten. Famas hast du. Ich mag diese Reflexion Famas von war auch was eigentlich, von was eigentlich. Die Reflexion von der Decke. Oh, siehst du es nicht? Siehst du nicht die schwebenden Lichter oben? Also ich sehe mehr Echtzeit. So, und wir sind die X von der Müllabfuhr. Okay, ich liebe es, wenn die wie eine Schulklasse durch die Stadt laufen. Immer schön an der Hand nehmen. Vergessen mal, dass wir so tief. Oh nein! Fick dich! Und dann ist er wieder weg! Was? Was? Ich hab doch F gedrückt! Wie konnte er sich denn hinter mich teleportieren? Er ist durch. Er ist ein Körperwandler oder so. Oh, das geht mir immer wieder durch und durch. Wir spielen's jetzt nochmal. Das Ding ist, ich weiß nicht, man könnte sagen, DICE kann kein Singleplayer machen. Aber das wäre gelogen.
Mirror's Edge. Bad Company 1 hatte zumindest eine nette Story, die Spaß hat, Spaß gemacht hat zu verfolgen. Mirror's Edge war ein gutes Spiel. Mirror's Edge hatte genug Sachen, die nicht gut sind. Eigentlich jeden Part, bei dem du gezwungen bist zu kämpfen. Ja, aber da ist halt was komplett Neues war quasi. Und jeden Part, der nicht daraus besteht zu laufen, sondern die ganzen Kletterparts und sei langsam Parts und so. Aber, ja, aber es war halt Abwechslung, die mal notwendig war vom ständigen Rennen. Ja, aber Mirror's Edge, wenn man es richtig spielt, Mirror's Edge, also in den Momenten, in denen es richtig spielt, dann ist das grandios. Und auch das Rätseldesign in dem Spiel macht Spaß. Und ist fair. Und dann, was macht dann, Spaß? Dann kommt Battlefield 3. Ja, da kommt Battlefield 3 und das ist so das Gegenteil von Videospiel. Und dieser Kontrast macht's halt erst so gut. Einfach weil da Typen sind, die Talent haben für all das. Und dann ist es halt schlechter als jedes City Interactive-Spiel. Für was soll ich eh drücken? Achso, okay. Für einen schlechten Model Swap, für etwas, was du dir aufsetzt, okay. Das ist echt Mirror's Edge, das Gebäude! Ja. Yep. Das soll es sein. Es ist halt eine gute Hey, erinnert ihr euch noch daran, als ihr das Ding ein Spiel gemacht habt? Die Belichtung ist ja nicht schlecht. Hätten sie jetzt ein Mirror's Edge auf der Engine, wäre das ganz cool. So, das nächste Mirror's Edge wird wahrscheinlich scheiße, deswegen bin ich halt nicht mehr gehypt. Wow, warte mal, bin ich heute echt so widerlich, dass ich echt alle beleidigen muss? Ey, mich hast du noch nicht beleidigt. Okay, mich auch noch nicht. Nee, Stefan hat auch noch nicht gemacht. Oh Mann, sind wir fies. übrigens, der trägt unter seiner Gasmaske trägt eine Sturmmaske. Ich will nur mal Folgendes anmerken. Das kommt nicht ist so echt viel nicht durch. Einfach darunter. Oh, das warte, was ist da jetzt runtergefallen? Okay. Ein Kronleuchter aus Glas. Okay, war mir anscheinend nicht so wichtig. Oder auch nicht. So, fahr weg! Aber es ist eine Stange. Es ist Strippen. Ja. Jumpscares! Wow! Ich muss immer durch. Lass mich vorbei. Das passiert übrigens sehr häufig in diesem Spiel, teilweise geskriptet. Es gibt tatsächlich Leute, die laufen geskriptet durch Wände, das werdet ihr noch sehen. Das wird schön. Das wird sehr schön. Okay, laufen jetzt. Du sagst ihm, es wird sehr schön, aber es wird immer schlechter. Du hast mir Dinge versprochen, die nicht eingetreten sind. Der ist gerade durch einen Typen gelaufen. Aber egal. Ich kann. Ich stopp's von null. Boah, Matrix. Ich wollte kurz auf diesen Typen schießen, während er läuft, weil den siehst du eindeutig. Du hast auch mehr als genug Zeit, diesen Typen zu töten. Oh, die Situation kenne ich ja irgendwoher. Und Nachfolger schlechter bewertet wurde, obwohl er eigentlich etwas besser ist. Oh, okay. Ja, nur weil eine Granate fällt durch den Boden, damit ich ihn nicht töten kann mit einer Granate. Da stand nie jemand und der dachte sich, okay, ich bleib stehen. Jetzt spring ich weg! Wow. Wieder reingeglitscht ist. Oh, Bam! Gott. Shit, ich bin. Oh, das ist genau durch seine Brust. Leider ist er tot. Ich bin voll dabei. Ich guck nie. Oh, da ist er aufgefallen. Du hast es mal wieder kaputt gemacht, Tim. Na! Ja! Nur weil die Stange dazwischen war. Wow! Ich hoffe, du nimmst das alles auf. Es wird alles gespeichert. David Goldfeld! Oh Gott. Diese Tür, diese blaue Tür, die man sieht da. Der Typ ist übrigens nur gestorben, damit. Oh! Entschuldigung, du musst dich nicht rächen. Diese Tür hier übrigens, das ist im Feuertempel bei Ocarina of Time. Wenn du da rangehst, fällt die um. Das ist voll fies. Jetzt kommt hier übrigens, wir haben noch nur sehr leise, so eine bedrückende Musik von wegen, scheiße, wir haben gerade den Typen, den du schon seit 10 Minuten kennst, ja. Ja. Das ist das Problem des Spiels. Das ist das Problem dieses Moments. Er zündet nicht einfach, weil man den Charakter erst 10 Minuten kennt. Ach ja, ich soll ja hier hoch. Nee, warte mal, folgen. Oh, warte, was? Was? Hä? Da ist er. Ja, es war ein bisschen holprig, die Treppen zu steigen, aber es geht schon. wir laden mal kurz einen Checkpoint, Leute. Nach ein paar Glitches hier suche ich. Okay, das gebe ich zu.
Aber nicht nach allen. Ja, es ist viel schlimmer, als ich es erwartet habe. Es ist an jeder Ecke was. Tim, ey, du bist echt... Warum suchst du nach Bugs? Möchtest du... willst das Spiel doch hassen, oder? Der ist entkommen. Wer? Er. Er. Moment. Ach, da ist er ja. Oder ist das ein anderer? E. Okay. Mein Typ teleportiert sich noch. Das ist voll der gut inszenierte Kampf, weil kaum Sound. Du hast nicht mal irgendwie eine Musik, die irgendwie mitspielt oder so. Ja, du hast mein Album eine schlechte Wertung gegeben. Wo halte ich ihn eigentlich fest? Am Rucksack, der durch die Kleidung klifft. Ah. Und da ist er. Ja, ich war die ganze Zeit in der Wand, aber jetzt geht's wieder. Jetzt guck da hin. Kannst du noch hingucken, wo er eben lag? Nee, aber das ist ein Reiskocher. Das ist ein Reiskocher und da muss er jetzt Piccolo rein verbannen. Das ist sehr schwer. Und da stirbt er dann. Aber wir haben die Dragon Balls. Haha, lustig. Na, er heißt gar nicht. Er heißt Krillin, dachte ich. Okay. Das war sehr lustig, Tim. Sehr lustig. Oh nein, die Atombombe. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. W1. All over again. Man kann einen richtig guten Battlefield Singleplayer machen. Man muss es nur machen wollen. Und das hilft nicht, wenn man sich an irgendwie Call of Duty orientiert, was von Design, also von schlechten Designideen strotzt. Okay, warum fährt er weg von uns? War ich weg von denen? Ja. Wann habe ich mich denn gedreht? Oder fuhr von Anfang an rückwärts der Panzer? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Was ist denn los? Du meintest, das Spiel hat einige Bugs, aber das ganze Spiel ist ein Bug. Wie konnten mir das nicht auffallen? Ey, das frage ich mich auch. Wie könnten Leute meinen, aber ich hatte das nicht? Ja gut, ich hatte es aber wirklich nicht. Also ich habe meine Augen zugemacht und habe nach vorne gedrückt und zack war ich bei den Credits. Und ich fand das Ende emotional, weil wer will denn bitte, dass seine Freunde sterben? Freunde? Was? Also von Battlefield 4 jetzt, weil Battlefield 3 habe ich nicht beendet. Am Ende fährst du durch New York oder so mit dem Auto. Mhm. Und dann tötest du den Bösewicht noch auf einer Straße. Rail-Shooter-Massage. Was ist... Okay, was? Seit wann halten die an? Die sind damals über mich gefahren. Ist das enttäuschend? Ja, die fahren nicht rein und klippen durch dich. Ja, das haben die. Ich bin durch die Map mal gefallen in diesem Singleplayer. Der ist nicht gestorben. Oh, jetzt ist er gestorben. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Am besten ist die Pose von ihm. Ich bin langsam. Ah, der Typ, ja, ich schau, ob die Ameisen uns angreifen wollen. Hey, Tim, du bist der Einzige, der uns retten kann. Ameisen! Mit dem Raketenwerfer, sehr schön. Ja, Feuerameisen mit Feuer bekämpfen, ne? Ich will weg hier! Das Schlimme ist, du wiederholst Szenen, du streckst die einzelne Sachen, wir werden wahrscheinlich trotzdem unter 7 Stunden durchkommen. Stoß, Stangenkamera. Oh Gott. Wetter kriegt mich. Warum? Ja! Wirst du durch den Boden gedrückt? Nein. Wow. Nein. Machst das jetzt wow. Grad nicht, oder? Wow. Fast. Schaffst das? Fast. Ich glaub an dich. Ja. Komm schon. Ja, gleich ist es. Nein. Scheiße. Wow, wie schnell bin ich? Wie schnell bin ich? Wow. Hui. Wow, ich weiß, warum sie die Reifen immer qualmen lassen, kurz vorm Rennen. Ja. Was? Warum bin ich nicht im Kriegsgebiet? Willst du grinden oder was? Ja. Ja, ich steig aus. Okay, gut. Warum muss ich erst hier hinfahren, um den Befehl zu kriegen, dass ich aussteigen soll? Okay, hier geht's nicht lang. Soldat sein ist bestimmt scheiße. Ja, da fährt man durchgehend durch den Boden. Mhm. Man muss Ameisen mit Raketenwerfer jagen. Nee, das sind nur die Russen, die das machen. Aber ich bin doch Russe. Er winkt dich her. Ja, aber ich geh weiter. Achso, okay.
Ich spiele Videospiele. Wenn die da hinten Battlefield spielen wollen, gerne, aber ich spiele Videospiele. Ich kann nicht schießen! Ich kann nicht schießen! Nein! Nein! Bunny hoppen! Bunny hoppen! Das ist nicht Quake. Na, das geht. Du kannst aber Bunny hoppen in dem Singleplayer. Das ist immer noch die Freigabe. Scheiß PLA, die blockieren unsere Waffen mit EMPs. Es kann irgendwie wie Sackhüpfen ein bisschen. Ja. Scheiß PLA. Ich muss an den Scheiß Zünder. Ich finde aber die PLA viel besser. Ja, ich würde auch gerne für die kämpfen. Ich habe wenigstens Schusswaffen, die sie nutzen können. Gibt's für die? Hast du wieder schießen? Dunkelland, okay. Jetzt darf ich schießen, geil. Weil du in Dunkelland warst. Du hast dich bewiesen. Ja. Genau wie der Stein, der hat sich auch bewiesen. Ich liebe dich, Stein, so. Soll ich jetzt den Zünder zünden? Zünd den Zünder. Irre. Ja, es war genauso spektakulär wie das, was du an, auf was du anspieltest. Ja. Ist nichts passiert. Irre. Irre. Nee, wir müssen das Spiel zu Ende durchspielen. Warum ist das hinten undetailliert? Ich liebe dieses Fadenkreuz. Der Helikopter fliegt da durch die Gebäude. Ja, das ist doch egal. Fick die Gebäude. Was passiert, wenn ich da nicht drauf schieße? Ah, der tötet sich einfach selbst. Okay. Wirklich, wenn das Spiel so schlecht ist, dass sie einem nicht zutrauen, die einfachsten Aufgaben zu machen, sodass sie sich selbst töten. Ja, aber die kriegen immer ein Herzpacken. Das Gebäude da hinten ist auch nur aus Pappe. Okay. Ist das nicht das erste Level aus Battlefield 4? Da hinten das Auto ist gerade gespawnt. Das hat man gesehen, das ist so reingehüpft. Ah, wenn es das Level ist, was die im Trailer gezeigt haben, es sieht schon sehr ähnlich aus. Das ist übrigens wieder eins der unterjährten Autos. Verbündeter getroffen. Oh. Ja. Der hat nur die billigen Autos. Oh wow, das kann man zerstören oder was? Hey, das ist ein Missionsziel. Warum konnten sie nicht wenigstens das texturieren? Warum sollten sie? Ich glaube, ich hätte nicht mal auf den schießen müssen. Tut mir leid, in einen Panzer reinfahren ist echt schwer. Und echt eine blöde Idee. Ich habe jetzt gesagt, die Leute sollen in den Chat schreiben, nein, und dann mache ich das Spiel trotzdem. Ja. Ist aufgefloppt und er fährt daneben. Nein, wir machen das jetzt 100%. Nee, er ist einfach vor mir explodiert, okay. Lass mich raten. Der auch. Ja. Okay, sorry, dass ich das nicht übersprungen habe, ist so ganz gut. Einfach mehr Material von Bullshit! Steve, warum bist du wieder da? Ja, ging schneller als ich dachte. Nein, geh jetzt. Wir sind zu zweit. Wow, das ist gemein. Dann geh du, Thomas. Ja, genau. Nee, alle sollen bleiben. Okay. Machen wir es zu viel. Das war doch mein Teammitglied, was ich gerade abgeschaut habe, oder? Oh. Hoppla. Alles deine Teammitglieder. Wie? Ich bin nicht im Kriegs... Ich bin... darf ich wieder... Irgendwie... Darf ich... Die haben dich vergessen. Scheiße. Ja. Ja. Okay. Dann kannst du jetzt endlich die Seiten wechseln, wie wir es schon wollten im letzten Level. In Haze. In Haze. Der Typ ist einfach umgefallen übrigens. Verstanden. Also Kein Sound. Er hat mich ohne Sounds geschlagen. Ist ja nichts Neues. Nein. Cool. Sounds waren schon immer abwesend. Aber die haben dich echt vergessen. Das ist die Story. Wow. Weißt du, wie gut ein Spiel ist, bei dem du irgendwie einen Sack auf dem Kopf hast, aber du kannst den Sack perfekt sehen? Ja, da ist eine Lampe drunter. Ah. Ja, die haben den Helm Craig erzählt uns etwas darüber, dass er eigentlich ziemlich cool ist. So. Jetzt kommt die obligatorische Stealth-Mission, die jeder Call of Duty-Klon haben muss. Nur stell dir vor, eines der schlechtesten Elemente aus Call of Duty wird schlechter kopiert als in Call of Duty. Ja, Moment, war das nicht die Peter-Mission dahinter? Ach nee, das war eine andere da, wo man... So. Oh, jetzt bist du wieder Blackburn. Yeah, 2. November. Ich hab voll die coolen Beine, okay. Die sich einfach so dreht. Knips die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Finde ich gut, dass wir wenigstens schallgedämpfte Waffen haben, voll Stealth und so. Die Typen da, die sehen uns gar nicht. Kriegen's gar nicht mit und die Typen da erst recht nicht. Ich heb dich drüber. Okay. Danke.
stellt sich die Frage, was passiert, wenn man entdeckt wird. Das, was immer passiert. Oh. Du wirst durch den Skript getötet. Das Timing war gut von deiner Aussage. Wow. Oh Gott. Die geben zu, dass sie kein Talent haben. Ich habe kein Talent. Die Animateure haben das ganze Talent. Als SpongeBob natürlich. Ich wäre froh, wenn ein bisschen Talent von den Animateuren auf mich abfruchtet. Das meine ich nicht ernst, oder? Wie? Was? 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 Oh, hat davor niemanden gestört. Ja, schieß diese beiden Typen auf der Straße ab, aber sobald du in dem Gebäude bist, nicht schießen. Okay. Ja, da. Das spielt auch nur selektiv irgendwie im Schatten. Okay, ich bleib stehen. Cool, das ist so klein, das kann man nicht lesen. Okay. Was? Leute. Du kannst zwei Primärwaffen tragen. Cooler Tipp. Ist eher eine Einschränkung, aber danke für den Tipp. Okay, los geht's. Ja, ich bin einen Meter weiter entfernt, obwohl ich genau hinter ihnen stand. Wir kriegen Bloody Screen ohne Grund. Boah, cool. Das ist ja voll die geile Animation. Ja, und das ist viel leiser als Was? Wie tötest du schon wieder Hirntod, Leute, oder was? Ja. Scheiße. Nein. Scheiße, Gegner. Du musst rennen, glaube ich. Nein. Doch, Johnny. Doch, das ist jetzt Mirror. Das ist jetzt. Die wollen jetzt beweisen, dass sie auch Mirror's Edge gemacht haben, deswegen musst du rennen. Die wollen beweisen, dass sie auch Mirror's Edge gemacht haben, deswegen. Nein, musst ich meine nicht, dass. Wow! Ja, er hängt weiter zurück. Aktualisiert mal bitte alle die Seite. Ja. Wow, das hat durch den Kühlschrank gekommen. Was? Oh Gott, dieses Spiel. Egal, lauf mir zurück. Aber da ist natürlich ein Kühlschrank gekommen und dann schwebt er in der Luft und ist durch Wände geflogen. Wow. Hat der Gegner gerade einen No-Clip benutzt? Ja. Das ist ein Huso. Warum setzen die Gegner eigentlich nicht diese Leute mal ein für die Schlachten? Stattdessen bewachen sie den Ausgang. Okay, ich weiß, warum sie den nicht einsetzen, weil die nicht treffen können. Aber, einmal haben die getroffen, aber, ne, weiß nicht, die hätten sie wenigstens irgendwo hinstellen können, um dich aufzuhalten oder so. Ich komm da durch, hier, und ich lauf durch die Wand. Ich mach dasselbe. Ich trau mich auch. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Nicht, dass es passiert, sondern dass es immer passiert. Die Waypoints sind so gesetzt, dass sie das machen. Weißt du, talentlos ist gar kein Ausdruck. Ey, ich hab schon häufiger gesagt, aber ich dachte halt, bevor wir gestreamt haben, ja, gut. Es werden ein paar Bugs hier und da, aber. Jedes Level hat so einen massiven Bug. Ich wundere mich, warum die Typen nicht gefeuert wurden. Ja, jeder Entwickler wäre bei solchen Bugs, die das Spiel hat, gefeuert worden. Sofort, ja. Denn in jedem Level so ein kritischer Bug. Es tut weh. Ich hab beschossen von hier. Hier ist ein Mündungsfeuer. Und tot. Blackbird, nein! Okay. Yeah! Es ist wie, als würde ich eine simple Animation selber machen. Ja. So, keine Ahnung, mit PowerPoint. So ein Bild nach links, von links nach rechts. Wow, Typ! Was machst du? Scheiße! Wie kommt der hier rein? Wie viel will er noch erzählen, als wenn sich irgendjemand für die Story interessiert? Ja, über Al-Bashir. Okay. Kennst du? Okay, los. Kennst du auch Al? Okay, los. Und Bin Laden. Okay, los. Aber du bist gar nicht mehr im Laden. Okay, los. Okay, durch die Wand. Okay, los. Warum gehen die durch? Weil es denn egal ist. Und auf dem Boden, ich will deine Quellen dabei sehen. Die haben dich ausgesperrt? Ja. Ich muss mich erherrschen. Aber sein Arsch ist so breit, deswegen geht das nicht. Was jetzt folgt ist. Oh Gott, steh nicht in der Luft so rum. Wenn wir hier lang gehen, müssen wir hier runterspringen. Gut.
Schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Ein schwebendes Auto. Fahrräder. Jemand, der sich hingesetzt hat, hat gesagt, ey, weißt du, ich will meine Freundin beeindrucken, habe aber kein echtes Fahrrad, ich schneide mir eins aus. Das kann man sich nicht selbst basteln. Jetzt soll ich nämlich hier hin, obwohl die Aufgabe eine ganz andere ist. Oh. Und... Battlefield hat keine Bugs, also ich habe keine Bugs gesehen. Also ich habe keine Bugs entdeckt. Ich habe keine Bugs gesehen. Ich habe keine Bugs entdeckt, nur dieses Mündungsfeuer da hinten. Ich habe keine Bugs entdeckt in dem Spiel. Warum ist da ein Mündungsfeuer? Hat sich verirrt, wow. Ich habe keine Bugs entdeckt, als ich es gespielt habe. Also du suchst nach denen. Ich kann es nicht verstehen. Wie kann man so inkompetent sein? Naja. Wahrscheinlich sind die nicht mehr inkompetent, die sind einfach nur faul. So, haben wir uns mal umbringen lassen und jetzt haben Nein, wir mein Dogtag. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Willst du wissen, welches? Der Checkpoint ist ja außerhalb der Map. Genau. Ja. Oh. Ja, wird besser. So, kann da auch in dir spawnen? Aha! Skript! Okay, wir müssen die Mission jetzt neu spielen. In Battlefield 3 und Battlefield 4 ist es folgendermaßen. Er sagt, du spielst das Spiel so, und wenn du sagst, ja, okay, passiert das. Und wenn du sagst, und wenn du fragst, warum, fällst du durch den Boden. Mehr davon. Komm bloß auf die, dich umzudrehen. Siehst du die entladene Map? Ja. Seht ihr diesen Typ da am MG? Warte, noch seht nicht ihr, in welche jetzt, Richtung ja. Das MG zeigt? Nicht auf dich. Oder? Nicht nur nicht auf mich. Warum schießt der Typ eigentlich? Wo ist der denn? Da ist er ja! Weißt du noch letztens, als ich mit dem Wagen vorgefahren bin und etwas abliefern wollte in Lagerhalle und dann das? Warte mal, hier geht's lang? Was? Warte mal. Nee, den kannst du, glaube ich, nicht überspringen. Der Typ steht da jetzt einfach. Moment. Er hat einen Checkpoint gesetzt. Ich will sehen, was passiert. Da ist ja keine ordentliche Fahrung, nö. Okay, jetzt geht das Spiel wieder auf weiter. So. Und. Zack! Da. Babam, bam, babam, bam! Babam, bam, babam, bam! Babam, bam, babam, bam! Babam, bam, babam! Geisel gerettet! Geisel gerettet! An die Terroreinheit gewinnt! Wow. Das ist schon scheiße. Hat sich doch gelohnt, den Checkpoint neu zu laden. Und dann hängt 50 Cent von der Decke. Und so, jetzt steht da der Osprey. Lauf da nicht sofort rein, weil sonst bleibst du hängen an der Wand, die da ist. Weißt du was? Ja, ich glaube, das ist passiert. Oh nein. Gut gemacht, Tim. Steve! Stefan! Halt die Klappe. Ja, okay. Muss ich ihn wirklich noch verteidigen, oder? Ja, ich bin schon seit 10 Minuten wieder da, ich hab nur nichts gesagt. Oh. Er muss sich erst hinsetzen und anschnallen, danach darf man. Okay. Ach so, damit er sich herausfliegen kann. Warum ist es plötzlich so dunkel geworden? Ich weiß es nicht. Die Ausrede, weil es Nacht ist, zählt nicht, weil es ist durchgehend Nacht. So. Es ist später in der Nacht. Ja, es sind 11 Stunden oder so vergangen, so eine Mission, die ist so langweilig. Ja, jetzt sitzen alle drin. Ich wette, die wurden rein. Wie sind wir denn schon 10 Meter in der Luft? Okay, aber da muss ich jetzt per Quick damit. Okay, nee. Das sind die Bad Company 1 Spritzen, die helfen. Ja. Wie lang ist es noch? Nicht mehr lang, glaube ich. Du hast einen Großteil der Mission jetzt durch. Ich glaube, das sind jetzt nur noch 1 oder 2 Stunden. Nur noch 1 oder 2 Stunden, danke. Ein steiniger Weg. Die sieht mal optisch besser aus als alles andere im Spiel. Der ist eingeschlafen, deswegen klippt sein. Jetzt müsste man. Ja, das ist so das Streichen, wenn jemand schläft. Nimmst den Finger und klippst ihn durch seine Schusswaffe. Und wenn er aufwacht, erschreckt er sich. Hab ich was verpasst? Ich war ja ganz kurz ab. Scheiße, der hat wirklich geschlafen. er guckt auf seine Uhr. Er hat auf seine Uhr geguckt! Der hat keine Uhr! Wow. Aber er hat die Zeit gelesen. Ja. Er hat sich die geklaut. Er muss sich mal neue Zahlen aufmalen.
Warum kam ich nicht darauf? Wie ist der denn gerade auf den Boden gesprungen? Feind hinter den Felsen, linke Seite. Er hat eine Sonnenuhr. Die Waffen sind irgendwie nicht laut von den Gegnern, obwohl sie genau vor mir stehen. Sie sind wohl alle schallgedämpft. Deswegen haben sie auch so ein dickes Mündungsheul. Das ist die Mission, wo du später auf der Brücke abschießen musst. Doch. Ich hab, wirklich, das Spiel wäre super einfach, hätten sie nicht diese Messergegner. Wirklich. Das spawnen schon die nächsten Gegner, okay. Was ich mich eher frage, ist, wo ist der Rest des Konvois? Die sind explodiert. Ja, die sind einfach alle gleichzeitig. Geblieben. Oh. Haben sie schnell genug verscharrt, die sind nicht mehr da. Das waren solche so eine Suicide-Gruppe, die auch auf der Autobahn auf der Falsche Spur fährt. Genau, ja, Serious Sam. Ich würde jetzt so gerne Serious Sam spielen, da ist alles besser als hier. Revolution. Ändert voll viel am Spiel. Bin ich der Einzige, der Revolution rassistisch fand, dass es in China spielt und Revolution mit dem Ende ist? Echt nach, oh ja, Japaner sagen das so. Ja, das ist eine Revolution, aber da wir ja in China spielen, wird das Revolution ausgesprochen. Ich fand das von Anfang an rassistisch, aber ich bin der Einzige. Ich habe tatsächlich auch daran gedacht, das ist das Ding. Ja, aber wir sind doch einigermaßen oder die gleiche Person, das ist halt das Problem. Ja, stimmt ja, da war was. Oh, das Spawn-Typen vor dir. Okay, das wird ein Kampf. Und die spawnen in Sichtweite, weißt du? Egal wo du stehst, du wirst diesen Typen sehen, der da spawnt. Die spawnen duckend in der Deckung. Ja, wie bist du gespawnt? Ich hab mich nicht einmal getroffen. Oh, da sind die nächsten. Leute, dieses Spiel hat Geld gekostet. Das ist kein Gratis-Spiel oder so. Millionen Euro oder Dollar an Budget. Ja. Allein für den Singleplayer. Im Multiplayer steckt natürlich auch Geld drin. Die hatten 8 Playtester nur. Yeah, cool! Wir rocken die Bude! Hey, Fahrer! Vielleicht fährst du mal anders. Oh nein, wir haben keinen Fahrer. Ach, du Scheiße. Oh! Rollstuhl! Es ist dann alles! Wurdest du gemessert. Es ist alles scheiße! Ja, alles, wirklich alles! Ich muss nicht mal suchen! Ich muss mir nicht mal Mühe geben! Hey, Tim, hör mal auf, nach Bugs zu suchen. Der Typ fährt ohne Fahrer auf dich zu. Ja! Hab mal Respekt davor! Russen können das! Ja! Sag da ist. Habe ich das Spiel damals echt so langsam gespielt oder hast du irgendwas mit PC oder so verändert? Ich glaube, du hattest auf dem Controller gespielt, oder? Ja. Okay, du hast wahrscheinlich den Controller so wenig wie möglich nach vorne Ich weiß gerade gar nicht, was besser ist als das oder genau. Ich fahr hier. Meine Sie nicht ernst? Ich muss nicht mal suchen. Meinen die nicht ernst? Wirklich, ihr müsst euch mal vorstellen. Also, das passiert ja nicht einfach so. Das passiert nicht einfach so. Jemand muss sich hinsetzen. In den Editor. Der sagt einfach: Heute arbeite ich, heute schaffe ich einiges. Das Spiel muss bald raus. Okay, da platziere ich ein gepanzertes Fahrzeug. Und das muss man noch animieren. Es dreht sich im Kreis. So. Oh, hoffentlich kriege ich mein Geld für diesen Monat. Und das war's. Okay, wir befreien wir ihn mal. Ach, hier fallen die Projektile plötzlich runter. Wen soll ich jetzt eigentlich abknallen? Die? Nee, den Roten. Oh, da ist nichts geflogen. Warte mal, lass mich mal raten. Warte. Dunkelland fix Nummer 2. Kannst du da rein? Nein. Schade, dass es dunkel ist, weil kannst du ins Fahrzeug rein? Wäre geil, wenn, ne? Aber nee, ist viel besser. Du kannst. Da meine ich ja rein, in Sinne Achso, von. Ja, okay. Weil die Rakete ja durchgegangen ist. Ja. Du kannst durch. Ich glaube, mittlerweile hat DICE auch aufgegeben, das Spiel zu designen. Oh, hier ist Swan Gegner. Ich meine, Gegner rennen nur an dir vorbei.
Du stehst halt vor. Da möchte jemand lieber RTL gucken als dieses Spiel. Wow. Ja, aber. Kannst du mal aufhören, die Gegner zu spotten. Alter, F4Games ist ein bisschen wie RTL tatsächlich, weil wir zeigen nur Abschaum und kommentieren. Spieler massig über die Lustig. Ja, eben. Ja, gut, okay. Das trifft den Nerv von RTL auf jeden Fall. Ja, nur aus irgendwelchen Gründen kriege ich einen besseren Schnitt hin. Bum, 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 bum. Mein alter Film. Bekommst du einen besseren Schnitt, Tim? Noch bessere ich Witze weiß. Als Steve. Kommt jetzt noch irgendwas Interessantes? Ja, du musst mir noch den Jet zerstören. Oh. Das ist taktische Kriegsführung. Ja, Vorrennen und das war. Ja, die fahren auch ohne Fahrer! Könnt ihr eigentlich irgendwas, die Typen bei DICE? Animation, ja. So, jetzt musst du umstingern. Ich habe ihn direkt getroffen. Ja, du musst auch gleich mehrere Hits geben, oder? Nein. Das ist wie im Multiplayer, das Ding. Seine Leiche ist verschwunden. Ja, das haben sie auch 30 Mal verändert im Multiplayer, wie viele Hits man braucht. Ist sie gerade durch den Boden gefallen? Ja, ist er. Ja, ist er. Wundert dich das eigentlich noch, Steve? Nein. Man würde sich wundern, wenn es plötzlich gut aussieht. Die sind tot? Ja, die sind alle... Durch was sind die denn jetzt gestorben? Die hatten einfach keine Lust mehr auf Battlefield, kann ich verstehen. Durch was sind die... Die saßen da ganz normal. Ja, das war... Der Jet hat sie nicht mal erwischt. Oh, nein! Campo ist tot! Du weißt schon, Campo! Diese mein Lieblingscharakter. Du verfickster Wichser, Steve! Du verfickst! Du verfickter Wichser, Steve! Wer eigentlich? Ich bin Steve, Cole. Cole ist am Einschlafen. Cole ist am Einschlafen gerade. Ach nein, das ist die Mission. Oh Gott. Bei jeder Mission ist dieses Ach nein gewesen. Hey, ja. Crisis. Ja, und gleich geht mein Anzug kaputt. Und dann kommt. Oh, wow. Oh. Ja, und genau, dann kommt Elton und weckt dich wieder auf. Nee, das war ein anderes Spiel. Was? Ja, Halo. Halo 3. Ach nein. Ja, aber das sollte die Infiltriermission sein, also remember, no rushing. Ja, und übrigens... Ich meine, die Szene ist ein relativ gutes Setpiece, nur ist sie halt an der falschen Stelle. Übrigens, in dieser Mission, ja. Einer von den beiden ist übrigens der Typ, der gestorben ist in der Frankreich-Mission. Das ist ein Buchstabe. Yeah, cool! Durchs Fenster steigen! Oh, Gott! Ja. Da stand ich so mich... Ich drück grad nix! Nein! Ich mach grad gar nix! Achso. Oh. Okay. Da hinten steht, ich soll mich dahin bewegen. Hier steht, ich soll E drücken. Dann drück E. Warum ist das Spiel so broken? Das ist mal ein schönes Badezimmer. Wow, haben sie sich Platz gelassen. Ey, dahinter ist tatsächlich was, auch wenn die Türen ziemlich in der Luft schweben. Und die Lichter hängen einfach in der Luft, ne? Ich will nicht wissen, was passiert, wenn du beide Türen öffnest. Plomp. Oh! Kannst du auch. Und nun mein nächster Trick. Tada! Tür öffnen. Was ist heißer als Strudel? Mein Gedudel. Das ist heißer als Strudel. Warum hat es zwei verschiedene Leute geschrieben? Aber hört mir zu, denn das ist mein Gedudel! Yeah! Seht ihr? Ich hab doch gesagt, es lohnt sich, die Klos zu zerschießen. Ihr habt gesagt, nein. Und plötzlich sind die Leute so geschockt. Wow, das dritte Mal schon. Wer ist das vor allem? Das sind die Typen in der Cutscene. Ja, das sind die Leichen. Oh. Oh Gott. Echtzeit Tag- und Nachtwechsel. Wow. Boom. Ach du Kacke. Pass, ich guck mal weg. Was? Es wird nicht langweilig. Action Tag und Nacht. Wie ist das passiert? Das hab ich verpasst. Ich hab kurz weggeguckt. Dieses Spiel. Warum haben sie es nie in-game genutzt, dieses Feature mit Echtzeit Tag und Nachtwechsel? Dieses Spiel wird kein Du weißt als Crysis-Fan, ich habe mich über Crysis 1 lustig gemacht, weil es von Nacht in Tag innerhalb von einer Minute wird, ne? Mhm. Ja, das ist kein Ausdruck. Das ist einfach kein Ausdruck. Ich hab keine Worte mehr für dieses Scheißspiel. Wie
Stell dir vor, du schneidest einfach nur alle Bugs hintereinander, du hast schon 4 Stunden Video. Oh. Na, das nicht, aber. Doch. Ja, doch. Es wird sicher eine Stunde. Wo kommt der jetzt her? Aus den Kartons! Das ist wie ein Metal Gear Rise. Jing! Was zum Teufel? Und ich soll da oben lang, okay. So, war ich hier? Mach mal. Okay, die haben sie tatsächlich aufgekriegt. Oh, ich dachte, die laufen da einfach durch. Gut, machen wir mal Krieg. Du machst auch Krieg, okay, dann bleib hier. Okay, renn weg. Okay, los geht's. Hast du nicht irgendwas gesagt von der Infiltrationsmission? Ja. Hey, du bist doch am Anfang 2 Sekunden ohne Deck ein Auto rumgefahren, bis du entdeckt wurdest. Da ist er! Kirill! Ist voll das Horrorspiel, weil die Türen alle von alleine umzugehen. Ja. Und, um sie wieder aufzumachen, aber... Wow, der hat dir aber richtig eingetreten! So richtig. Voll zu spät, aber besser spät als nie, würde ich sagen. Oh, jetzt kommt gleich der Part, wo alles dunkel ist. Nimm dein Thermalding wieder. Wenn wir Waffen zu nah aneinander setzen, sodass man sie schwer aufheben kann. Nimm dein Thermalding mit oder stell dir eine Helligkeit im Monitor hoch. So, mal sehen, was jetzt passiert. Schönes Fenster, hat sich gelohnt. Was? Okay, das machen wir nochmal. Weißt du, was das Beste an diesem Tresorraum ist? Dass man ihn nicht schließen kann. Ja, das sind die guten Tresorraum. Es fehlt die Tür, ja. Ja. Und vor allem finde ich es gut, wie dieser Ring im Boden ist. Ja, natürlich. Das ist Absicht, das kann man ja auch durchsehen. Was ist das? Also mir sind Dinge nie wirklich aufgefallen, aber... Weil du nicht hingeguckt hast? Ja, weil du wahrscheinlich ganz mit Augen zugespielt hast. Ich frage mich auch, wie mir das nicht aufgefallen ist. Mir sind aber auch tatsächlich Sachen nicht aufgefallen, die jedem auffallen sollten. Du meinst, mir sind andere Sachen aufgefallen. Ja, auf was schießt ihr da? Da ist nix! Vor allem, was ist explodiert, als die Tür eingetreten haben? Die Tür. Selbst. Sie ist einfach explodiert. Es ist eine Action-Tür. Leute, da ist nix! Da ist nix! Achso, ich soll... Ich soll auch reinballern. Es ist schon Nacht bei denen. Ja, bei uns auch. Wir haben tagsüber angefangen. Das Spiel ist in Echtzeit. Ja. So, überspringen wir das jetzt mal. Und bitte sei es das letzte Level. Wir sind jetzt einfach... Okay. Das Ziel ist immer noch da! Nein, es kommt noch eins. Annie, du bist immer noch das Gleiche. Das ist immer noch das Ziel ist immer noch da hinten. Untersuche das Poolhaus. Achso, jetzt muss das gleich nochmal als Blackburn machen. Stimmt. Wow. Weil neue Level-Design ist schwer. Ja, aber das Ziel wegmachen ist auch schwer. Du musst auf jeden Fall nichts töten, soweit ich weiß. Ja, du kommst jetzt, wo alles kaputt ist. Ja, und hier, ja. Das ist und der Marker von der letzten Mission, wo du noch wusstest, was ist immer noch da. Ja. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Er hat recht. Er hat sowas von recht. Das darf nicht passieren. Kein Geld, das die Taschen wechselt. Nur 2 Soldaten. Ja, aber gleich noch die letzte Mission, auf jeden Fall. Und ich glaube, die haben dich auch gefangen genommen jetzt, weil in diesem Gebäude, wo du jetzt abhaust. Ja, da stehen 1000 Menschen. Weil du deinen Kollegen umgebracht hast. Und deswegen musstest du die ganze Geschichte erzählen, weil es war wichtig, dass die wissen, dass du am Anfang auf diesen Hund geschossen hast, aber der einfach wegging und dass du an dieser Brücke gekämpft hast. Und ich musste dir erzählen, da waren Bugs! Ja, oh, da waren die das alle in der Demo-Server. Das glaube ich nicht, Battlefield 3 ist super programmiert. Bugs! Deswegen sitzen sie hier, die glauben dir nicht. Die glauben dir nicht, wie scheiße das Spiel ist. Das sind EA-Mitarbeiter. Ja! Das ist der Playtester. Das ist der eine Playtester, den das Spiel... Die Story ist richtig gut. Schön, dass wir auf die gleichen Gedanken sofort kommen. Ja! Jetzt macht's wenigstens Sinn. Ja! Ja, kannst jetzt mal darüber reden, was wichtig ist. Ja, ich... Kommt gleich. Erstmal erzähle ich was aus der Sicht der Russen, die in Paris waren. Von der ich eigentlich gar nicht wissen könnte. Ja. Okay, und was ist daran so wichtig? Aber ja, jetzt erzähle ich euch, was davor passierte, aber erst 3 Missionen später. Er wusste das mit den Soßen, weil er der Mindfreak ist. Ah, ja, yeah, okay.
Leertaste, okay. Wow, wow, das hat ihn bestimmt mitgenommen. Wir streamen seit 13:30 haben wir eine halbe Stunde Pause gemacht. Ja. Wow. Das hat das. Sehr gut. Aber der Tisch bewegt sich natürlich nicht, obwohl ein Typ drauf liegt. E! So. Cool, jetzt habe ich Hände. Jetzt habe ich Hände und ich habe auch Füße. Wenigstens haben sie mir meine Hose nicht ausgezogen. Hat sich ja gelohnt. Mensch, die, aber hey, Leute, die Lichtstimmung ist hier ganz gut. Mal eine Abwechslung zum Rest des Spiels. Bring auf den scheiß Zug, Black! Bring auf den scheiß Zug. Ah ja, der Blaufeld ist auch wieder da. Wenn du haben bist. Leute, wo ist der Zug? Wo fährt der Zug? Wo ist der Bahnhof? Ey, Leute, du! Ignoriert mich nicht! Das sind alles Geister! Achso, oh ja, das. Oh Gott, Nein, sorry, sorry, es gibt keine Ausrede mehr. Nein, alles, was ihr sagt, ist wirklich komplett nutzlos. Oh Gott. Jetzt ist er weg, oder? Ah, nee, der ist da hinten. Nein, der ist Standard da. Das ist kein Bug oder so, der ist immer da. Was? Diesmal, was abends in New York abgeht. Ich glaube, der sollte eigentlich im Auto sitzen. Ich mag Müll! Hier ist ein Baum, der durch die Steine geht, okay. Hier ist ein Baum, der mehr durch die Steine. Das ist doch offensichtlich. Warum fixt man das? Hier, ja, genau! Ja! Ja! Oh Mann. Danke. Oh Gott! Die Reaktion war super. Entschuldigung, Leute. Wow. Es tut mir leid. Es tut mir ja leid. Jetzt ja, kommen, das war ganz schön knapp. Okay, weil du am Ende des Spiels sind, kommen jetzt die Wertung rein. 110 Euro. Was? Achso, das war der Preis des Spiels plus Premium. Ah. 110 Euro. Jetzt hab ich den Typen verpasst, der stirbt. Ich stehe einfach so rum. Ja, was hängt an seinem Bein? Oh, die Waffe, die auf seinem Rücken hängt, hängt falsch. Die Waffe auf seinem Rücken hängt falsch. Ja, den vor ihm. Wie? Das ist diesmal kein Quicktime-Event. Nee, diesmal nicht. In so einem Stream habe ich nie Leute, die das Spiel verteidigen wollen. Das kommt erst auf YouTube. Weil Leute dann, die mich nicht abonniert haben oder noch nicht lange abonniert haben. Aber guck, hallo, du läufst rum und stehen Leute in der Default-Position. Wie kann man das verteidigen? Schwebende Autos. So, du könntest ihn sehen, aber er ist nicht da. Er ist nicht da. Du hättest ihn gesehen. Aber er ist nicht da. Hi, ich bin Daniel Craig. Achso. Ich möchte in diesem Film auch mitspielen. Warte mal. Am Anfang bauen sie so ein Event auf, nur dass du seine Hand leicht berührst und es deswegen schaffst. Von Anfang bis Ende haben die einen Cliffhanger. Ich wollte aber gar nicht Leertaste drücken, egal. So. Die haben am Anfang den Cliffhanger gegeben. Du musst das Spiel durchspielen, damit diese aufgelöst wird. Was ist die Auflösung? Leertaste. Nee, eben nicht. Er bewegt seine Hand, die Hand des anderen kurz zur Seite und deswegen überlebt er die Situation. Ich hab eine UMP gegriffen. Oh, Dafür haben wir 6 Stunden gespielt. Dafür haben wir 6 Stunden gespielt, für diesen Müll. Ich weiß, ich hab draufgelegen, aber Leute. Das ist nicht Tomodachi Live. Das ist nicht Tomodachi Live. Ihr könnt nicht einfach Texturen von Kram nehmen und sagen, das ist das Zeugs. Das ist schon korrekt, so wie es ist. Aber ich kann währenddessen schießen. Ich hab einen Typen abgeschossen. Schade. Oh, ich hab's überlebt. Er hat sein Messer nicht rausgezogen, damit hab ich's überlebt, weil da kein Blut rausströmt aus dem Funde. Das ist ein Fakt. Nein, du darfst auf der Straße töten, den der Polizei. Oh, endlich. Ja. Und niemand interessiert sich dafür, die gucken alle nur. Und dann sagen sie, gut gemacht, Soldat. Du hast endlich den Krieg gewonnen. In New York, auf Times Square, vor 10 Millionen Leuten. Hast du einen Typen brutal zusammengeschlagen? Ja. Okay, ja, meine Hände sind. Was ist das? Was ist. Achso, das ist. Okay. Gleich wenn du im Auto bist. Oh Gott, wirklich! Hände. Bam 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 bam. Stop! Hammer Time! Okay, Schieß gleich auf Zivilisten. Geht wahrscheinlich eh nicht.
Doch, mit dem Auto. Schornfeuer nicht gestartet. Gut, dass. Warte mal, wie hat er mich mit dieser Tür denn bitte nicht gerade getroffen? Wer ist das eigentlich? Das ist dein Kollege, das ist der überlebt hat, der Soldat da. Oh mein, der hässliche. Ja, ich sehe sie im Spiegel, hängen sie ab. Ist das Super Mario? Was? Oh Gott. Warte mal. Ich schieß auf Zivis. Oh Gott. Okay, weil du nicht nachladen kannst. Iron Sights sind einfach, das Fahnenkreuz geht weg. Und die Waffe. Warum hatte ich jetzt eine Pistole in der Sequenz? Und die Zivilisten sind alle nur Bilder? Ich meine, ging's im Battlefield nicht mal um Fahrzeuge fahren? Warum darf ich das nicht selbst machen? Es geht um Pistole schießen. Er kommt, oh. Der Mate ist, glaube ich, tot. Die Typen gucken alle woanders hin! Sie werden nie gewinnen! Jetzt! Zumindest ein paar. Ich bin Danny Craig, nehme nicht meine Rolle weg. Ich hab ihn festgenommen. Guter Kopf, böser Kopf. Jetzt schlagen wir uns mit einer Hand, okay, wow. Nicht küssen! Okay, Da wurde gerade ein Schuss abgefeuert, die Leute bleiben stehen und gucken. Ja. Ne, die gucken nicht mal. Wie kamen Leute hinter uns? Wie kamen Leute hinter uns? Schlange am McDonald's ist viel wichtiger. Wie kamen die Leute hinter uns? Ich weiß es nicht. Ganz New York hat sich um die versammelt, um zuzuschauen. Hier so ein Kampf auf dem Schulhof. Ja, Krüppelkeile! Und übrigens ist der Typ in mir drin. Frontliebe. Jetzt hab ich ihn. Kann ich ihn auch noch den Schuh noch ausziehen? Ich drück die Leertaste gar nicht. Ich drück gar nichts. Ich hab das Quicktime-Event geschafft, ohne dass ich was gedrückt hab. Ich hab nichts gedrückt. Warum mache ich eigentlich Jahr für Jahr Call of Duty nieder? Ich versteh's gerade nicht. Auf der Straße einen Mann mit einem Ziegelstein totgeprügelt. David Goldfarb. Vielen Dank für dieses Spiel. Du hast eine richtig schlechte Story geschrieben. Diese Story aus, nicht die Story selbst, sondern das Storytelling komplett aus Black Ops gerippt und schlechter umgesetzt, damit niemand merkt, dass du es gerippt hast. Leute haben das verteidigt mit, nein, das erschien doch erst vor einem Jahr, aber Battlefield wird viel länger entwickelt, weil sowas wie das Storytelling ja auch als erstes gemacht wird und dann wird der Rest im Singleplayer gemacht. Du hast gesagt, das Spiel muss linear sein, darf keine zerstörbare Umgebung haben. Macht es am besten so, dass das Fahrzeug, welches später gegnerisch wird, dass du das fahren kannst. Wie wär's, wenn man unter Gebäude gucken kann? Wie wär's, wenn die Stadt einfach in einem Hügel endet? Wie wäre es, wenn das Spiel keinen Spaß macht? Wie wäre es mit Skripts, die irgendwie sich nicht richtig auslösen? Ein Panzer, der irgendwie umherschwebt, dann verschwindet, dann wieder verschwindet und dann auftaucht, aber nicht schießt, bis man einen Trigger überschreitet. Wie wäre es mit Teammitgliedern, die sterben, obwohl niemand sterben kann und die man dann aus der Todeszone rausholen soll mit einem Quicktime-Event, welches man nicht machen soll? Wie wär's mit einem Ende, in dem man einen Typen mit einem Ziegelstein verprügelt, aber selbst nicht dafür verantwortlich ist, obwohl man ein Quicktime-Event hat und niemand guckt hin? Ich könnte noch so viele Sachen aufzählen. Dieses Spiel ist vom Singleplayer unter aller Sau. Dies ist die gepatchte Version von Battlefield 3. 3 Jahre nach Release.